Bayern 2. Grenzenlos hören. Notizbuch. Nah dran. Geschichten, die Menschen bewegen. Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr. Ein Mensch, der eine Miniaturküche aus Holz wie ein Kuscheltier auf dem Arm trägt, ja, der dürfte wohl das Unverständnis seiner Umwelt ernten. Und da haben wir das Problem. Gertrud, um die es gleich gehen wird, die tut sich schwer mit Menschen. Deren Nähe quält sie nämlich, denn sie ist Autistin und objektophil. Das heißt, sie hat einen emotionalen Bezug zu Dingen. Diese Diagnose bekam sie allerdings erst spät in ihrem Leben gestellt. Was davor lag, ihre Kindheit, ihre Lehre als Kunstschnitzerin, all das hat Gertrud meiner Kollegin Katharina Hübel erzählt. Und so führt uns die nächste halbe Stunde in eine fremde Lebenswelt. Die Helden dieser Geschichte sind anders als gewöhnlich. Geschichten aus der Welt der Dinge. Da ist beispielsweise eine ganze Hundertschaft von Wäscheklammern. Das sind jede Menge Trekkingstäbe, polierte Autokennzeichen, Kruzifixe, eine verstorbene Küche, ein Skelett und auch sie. Besen verschiedenster Art. Der große, borstige Hofbesen, der kleinere, wendige Stubenbesen, der feine Handbesen und noch so einige andere. Das finde ich auch sehr nett von den Anwohnern hier, dass sie das hier akzeptieren, dass ich mich so ein bisschen mit einer etwas größeren Besensammlung ausgebreitet habe. Gertrud ist die gute Fee im Reich der Dinge. Besen gehören zu ihren Lieblingen. Im Gemeinschaftskeller der Münchner Wohnanlage, in der sie lebt und auch Hausmeisterarbeiten erledigt, hat sie ein gutes Dutzend hängen. In ihrer Wohnung sind noch ein paar mehr. Gertrud liebt Gegenstände, die sich angenehm anfühlen. Hier der Straßenbesen, der hat einen schönen, sehr alten Stiel aus Eschenholz, der sich einfach durch den Gebrauch, schon durch die Hände, die er beim Arbeiten dran auf- und abgleiten, richtig schon poliert hat, sodass er sich auch haptisch angenehm anfasst. Und dann habe ich hier noch ein Patent. Ein Kinderbesen mit Wanderstock als Stiel, einem Teleskopwanderstock. Sodass ich den auch je nachdem ausziehen kann. Und mit dem kann man prima zwischen den Blumentöpfen das Laub rausfegen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das einfach eine Erfindung, eine Kreation von mir ist. Das ist Gertruds Talent, Dinge zu veredeln, beispielsweise hölzerne Wäscheklammern. Erst baut sie sie auseinander. Ich nehme dann so mikrofeine Pfeile, das sind die. Da feile ich dann eben diese Grate dann sorgfältig weg. Da kann ich dann ganz gut Nervosität abbauen, wenn ich zum Beispiel auf einen Handwerker warten muss oder zum Beispiel zum Arzt muss. Sie verbessert die metallene Feder, bis die zwei Teile der Wäscheklammer perfekt aufeinandertreffen. Gertrud nennt das scherzhaft Wäscheklammern, pimpen. Also ich meine, das Wort kennt man, glaube ich, sogar. Also die Leute pimpen ihre Autos, damit die richtig toll werden. Ich pimpe dann. Jetzt muss ich selber lachen. Das ist so eine Belanglosigkeit eigentlich. In den Augen anderer Menschen mag es eine Belanglosigkeit, so eine Wäscheklammer. Aber Gertrud versteht Material. Sie beobachtet es genauer, als die meisten es tun. Ihre Nachbarn beispielsweise erkennt sie oft nicht am Gesicht, sondern an ihrem Fahrrad. Menschen sind für Gertrud seit jeher rätselhaft. Ihre Emotionen, also was sie fühlen, was sie denken, weshalb sie jetzt das gerade tun oder warum. Was ich überhaupt nicht verstehen konnte, was hat man von einem Hund? Warum fasst man einen Hund an? Ein Hund stinkt, ein Hund macht ekelhafte Geräusche, wenn er hechelt. Was ist an einem Hund so schön? Also. Generell möchte Gertrud Lebewesen körperlich nicht so nahe treten, aber sie spricht gerne mit Menschen, wie mit ihrer Nachbarin Silvia. Die erste Begegnung, die war ganz witzig. Wir sind gerade eingezogen. Ich habe dann unten im Keller noch rumgeräumt und plötzlich stand die da
und sagt Hallo. Und ich habe gleich einen Schrei losgelassen, weil ich habe überhaupt nichts gehört, dass die da plötzlich hier steht. Und sie hat sich dann auch 1000-mal entschuldigt. Und ich habe mich dann auch gleich vorgestellt und habe ihr die Hand gegeben. Das ist deswegen so wichtig, weil ich später dann erfahren habe, dass sie überhaupt gar keinen Körperkontakt haben will. Also kein Hand geben, gar nichts, das mag sie nicht. Also sie geht immer auf Distanz. Also wenn man sich mit ihr unterhält, merkt man auch, dass sie oft mal einen Schritt zurückgeht. Silvia fällt schnell auf. Sie ist einfach anders. Man redet mit ihr auch anders. Man kann nicht springen, so diese Themensprünge. Und schnell geht er bei ihr gar nicht. Sie hat ja auch sicher eine andere Denkstruktur. Sie muss ja schauen, wie sie sich da reinfindet, das für uns selbstverständlich ist. Deswegen geht schnell gar nichts. Nicht alle Nachbarn haben diese Geduld. Klar, viele Leute wollen nicht auf sie eingehen. Die blocken schon mal gleich ab, wenn sie zu reden anfängt. Und das tut mir halt wirklich schon leid. Die sehen sie halt als ein bisschen, ja, verrückt, was weiß ich, keine Ahnung. Aber Silvia weiß, verrückt ist Gertrud nicht. Es ist höchstens ihre Wahrnehmung der Welt, die verrückt ist, gemessen an der Norm. Also ihr Lieblingsthema sind natürlich die Twin Tower, das World Trade Center. Über das redet sie natürlich wahnsinnig gern, weil das einfach ja ihr Partner ist, sage ich jetzt mal. Ich gehe drauf ein, ich richte dann auch immer schöne Grüße aus an das Twinnie und das freut sie unwahrscheinlich. Da merkt man einfach, wie sie strahlt, sie lässt dann auch so die Gefühle raus. Da ist sie plötzlich ein anderer Mensch. Da ist sie, glaube ich, genau sie selbst einfach. Die Twinnies. Zwei Türme sind selten allein. In ihren Armen wiegt Gertrud ein Holzmodell der Twinnies. Zwei sorgsam abgerundete Kanthölzer auf einem Sockel, angemalt in Fleißarbeit mit Nagellack. Hellblau, mit dezent gesetzten roten Querstreifen. Geborgenheit gibt's mir. Das steckt halt wahrscheinlich so im Menschen drin, dass man halt irgendwie was befürsorgeln will. Da ich mich halt Lebewesen nicht zuwenden kann. Meine Mutter erzählt mir, dass ich als Baby schon immer, wenn sie mich so angefasst hat, dass ich mich da schon immer gesträubt habe. Laut Erzählungen meiner Mutter muss das ein rechter Kampf gewesen sein, mir die Windeln zu wechseln und mich an- und auszuziehen, weil ich mich immer gesträubt habe. Später hat sie mir dann mal erzählt, dass ich dann ruhiger war, wenn sie mich nicht mit der Handinnenfläche, sondern mit dem Handrücken gestreichelt hat. Wahrscheinlich, weil der Handrücken trockener ist und vielleicht nicht so stark riecht. Gertrud hält sich mit der einen Hand an dem Sockel der Twinnies fest. Die andere streichelt über die glatte, schmeichelnde Oberfläche des unterarmlangen Holzturms. Ein beruhigendes Gefühl für sie, vor allem, wenn um sie herum etwas passiert, das sie nicht gut einschätzen kann. Ein Geschehen, das nicht zu ihrer stillen, geduldigen Welt der Dinge gehört. Ein Gast oder der Besuch eines Handwerkers. Aber das passiert nicht oft. Einmal im Jahr habe ich vielleicht mal Besuch, wenn ich Glück habe. Ansonsten lebe ich ja hier wirklich so ganz alleine vor mich hin. Dabei ist Gertrud aus ihrer Perspektive betrachtet nicht allein, sondern umgeben von vielen, sorgsam ausgesuchten und wertgeschätzten Dingen. In ihren zwei Zimmern hängen sie liebevoll und geordnet nebeneinander an einer dicken Metallkette, die an den Wänden entlangläuft. Trekkingstäbe, Autonummernschilder, dazwischen auch der gerade gewachsene Stamm eines ausgedehnten Christbaums, sorgsam befreit von seinen Ästen. Diese Dinge, für die Gertrud so viel Zeit und Aufmerksamkeit investiert, sind ihre lebenslangen Begleiter. Immer wieder kommen neue Objekte und Objektinteressen hinzu. Die Twinnies beispielsweise. Sie sind in Gertruds Leben getreten aufgrund ihrer vollendeten, klaren Struktur. Aber da draußen, in der Welt, ist den Originalen Schreckliches widerfahren. War für mich recht schmerzlich, diese Erfahrung. So eine Grausamkeit, da 3000 Menschen einfach umzubringen für irgendwelche politischen Sachen, die ich gar nicht verstehe. Und für mich persönlich natürlich sehr arg, dieses wunderschöne Gebäude, einfach zwei senkrechte, sehr hohe, einander völlig gleiche Türme mit quadratischem Grundriss, wunderbare hohe Türme einfach kaputt zu schießen. Passiert ihren Gegenständen etwas, dann leidet Gertrud. Eine Kerbe im Holz der Twinnies, wie eine Kerbe in ihrer Seele. Die Küche, die sterben musste.
Gertrud trägt eine Küche um den Hals. Das ist ein Modell von einer kleinen Küche. Also das hat eigentlich keine Funktion. Da kann man keine Tür aufmachen und nichts einschalten. Aber das ist einfach angenehm, im Arm zu halten und anzufassen. Und das Massivholz, man hat was im Arm, ja. Gertrud trägt die Küche nur bei sich zu Hause. Sie weiß, dass die Menschen draußen befremdet schauen würden. Immerhin ist Gertrud ja fast 60. Und andere müssen die Küche für ein Spielzeug halten. Manchmal kann Gertrud ihre Leidenschaften ja nicht einmal selbst so recht ergründen. Was das beispielsweise genau mit der Küche ist. Ja, das, wenn ich selber wüsste. Sie sehen ja, ich habe ja hier sogar eine Küche als Bild an der Wand hängen. Das war mal meine tatsächliche Küche, in der ich gekocht habe. Ich weiß nicht, warum Küche. Ich bin nicht jetzt irgendwie ein fanatischer Koch oder irgendwie sowas. Und ich finde einfach die Struktur einer Küche faszinierend. Und zwar die geraden und rechtwinkligen Formen und die Flächen. Und es ist irgendwie ideal zum Anfassen, zum Halten. Seit gut 30 Jahren wohnt Gertrud in ihrer Wohnung und Einbauküche Aphrodite, an die jetzt nur noch das Abbild an der Wand erinnert, lebte lange mit ihr. Bis Gertrud sanieren musste und Aphrodite beim Auseinanderbauen zerbrach. Und dann hatte ich fast das Gefühl, da ist jemand gestorben, also in diesem Raum. Also ich brachte das dann nicht übers Herz, dann da einfach ratzfatz irgendeine andere Küche da wieder reinzumachen in den Raum. Kann ja das einfach nicht eine Küche da reinhauen, wo die gerade gestorben ist. Bis heute kocht Gertrud nur auf zwei kleinen Elektroplatten. Sie hat einen anderen Bezug zu Objekten als die meisten Menschen. Die können sich immer nicht vorstellen, dass man Gegenstände als erfüllend empfindet, weil Gegenstände ja nicht selbstständig handeln und einem nichts zurückgeben. Aber sie geben einem halt sehr viel zurück, ja, weil sie eben so schön sind. Sie fühlen sich schön an, sie sehen schön aus, sie sind treu. Aber die Schönheit der gegenständlichen Welt ist oft bedroht von jenen, die ihren Wert nicht verstehen, so hatte sich Gertrud eingebrannt. Weil mir das als Jugendlicher, als Kind natürlich auch immer wieder passiert ist, dass Menschen einfach in meine Welt eingedrungen sind und bestimmt haben und mich zurechtgebogen haben. Der die andersartige Welt hat, der muss korrigiert werden, damit er wieder zu den anderen passt, während der normal empfindende Mensch, der darf seine Welt behalten. Das finde ich so ungerecht. Gertrud passt mit ihren Besonderheiten nicht zur Norm. Ich finde es schon schrecklich, Autist zu sein, aber andererseits erleichtert mir das auch das Alleinsein. Wenn ich jetzt auch noch mich ständig nach menschlicher Gesellschaft sehnen würde, dann wäre das für mich schwerer zu ertragen. Aber andererseits ist es halt auch schwer. Man prallt halt ständig ab irgendwo von den Menschen, weil sie einen halt nicht verstehen, dass man halt eine eigene Welt hat. Vom Holzmann mit den zu kurzen Armen. Gertrud hat die Diagnose erst seit einigen Jahren. Ein Arzt hat es bestätigt, nachdem sie mit einem Verdacht zu ihm kam. Ein langjähriger Brieffreund, den sie über einen Sammlerverein für Autonummernschilder kennengelernt hatte, hat die Vermutung geäußert. Der hat das dann so in den Raum gestellt, hat gesagt, ja, kommst mir wie eine Autistin vor. Dass ich was habe, dass ich es nicht ändern kann, das wusste ich ja vorher. Insofern war es kein Schock. Im Gegenteil. Ja, ein bisschen besser geht's mir jetzt schon. Weil einfach zu wissen, was man hat und dass man was hat, dass man sich nichts einbildet, das war für mich vor allem schlimm. Dass es immer hieß, ja, pass dich an, streng dich an, stell dich nicht so an. So wurde ich ja ständig gegen den Strich gebürstet und immer wieder verletzt psychisch durch diese Unwissenheit. Neben Gertruds Kühlschrank stehen drei hölzerne, bunt lackierte Figuren. Vielleicht 30 Zentimeter hoch, aufrecht, steif stehen die Männchen da. Man sieht durch das enge T-Shirt, wie die Rippen den Brustkorb formen, ihre Wangenknochen, die Gelenke, perfekte Proportionen. Die Drillinge Max, Moritz und Heinzi haben aber einen gemeinsamen Makel. Ihre Hände scheinen direkt aus den Schultern herauszuwachsen. In der Schulzeit zum Beispiel, da habe ich also sehr drunter gelitten, dass man meine Behinderung nicht sieht. Und weil ich ja als Schnitzer gelernt habe, da habe ich dann die Figur eines Kontergan-Geschädigten geschnitzt, so. Weil ich halt dachte, Kontergan, das sieht man und das wird von der Gesellschaft akzeptiert. Der kann halt nicht anders, der hat kurze Arme, der kann deswegen dieses oder jenes nicht. Aber bei mir als Menschen, dem man das nicht ansieht, wird das einfach immer in Zweifel gezogen. Da wird das als Mache, ja, nun stell dich nicht so an, das geht doch und so. Und wenn man dann eben nicht kann, dann ist das halt einfach nur furchtbar. Die Ausbildung als Schnitzerin,
Auch so ein Versuch ihrer Eltern, sie gesellschaftsfähig zu machen, sagt Gertrud. Aber als Schnitzerin arbeiten, die eigenen Bedürfnisse fremden Strukturen und Abläufen unterordnen müssen, das hat sie nicht lange ausgehalten. Kreuze. Die Geschichte einer Kindheit. Das da, das, was da ganz links hängt, das da ist es. Gertrud zeigt auf ein hölzernes Kruzifix, das über der Tür hängt. Wenn sie im Bett liegt, kann sie direkt darauf schauen. Sie hat das Kreuz, seit sie Teenager geworden ist, aus der Psychiatrie. Als die Nonnen gegangen sind, hat die Kreuze keiner mehr gebraucht, nur noch sie. Denn ihre eigenen Gegenstände hatte sie nicht mitnehmen dürfen. Bald findet sie noch ein zweites Kreuz. Das lag dann dort in der Abstellkammer und Sie sehen ja, dass der Arm abgebrochen, denn Gott sei Dank war die Hand, die habe ich dann auch noch gefunden, habe sie wieder dran geleimt und dann hatte ich halt die zwei und die haben mir dann eben doch damals Geborgenheit gegeben. Hab's halt gerne in der Hand gehalten und ja, da hatte ich dann was, woran ich mich festhalten konnte. Und wenn, dann war es höchstens unterbewusst, dass ich diesen Christus, der da dran hing, diese Figur, ich glaube nicht, dass ich den als menschliches Gegenüber empfunden habe, sondern es war halt einfach auch eine interessante Struktur, die schön anzufassen war. Ich habe ja hier in meiner Wohnung auch etliche hängen, weil mich das einfach immer noch begleitet hat und weiterhin begleitet und ich damit einfach was verbinde, was Positives. Das war halt da, das hat mir Geborgenheit gegeben. Inzwischen weiß Gertrud auch um die symbolische Bedeutung des Kreuzes. Auch wenn sie nicht religiös ist, findet sie, es passt. Es freut sie sogar, weil es doch einen Schnittpunkt gibt zwischen ihrer Welt und der der anderen. Auch ihr hat das Kreuz damals Trost gegeben. Vorangegangen, eine Kindheit, in der sie nicht der Idealvorstellung ihrer Eltern entsprach. Da war dann so eine Schlüsselszene, dann war ich 2,5 Jahre alt, dann kam meine Schwester zur Welt. Und ich saß da als kleines Kind auf so einer Krabbeldecke. Dann kam eben meine kleine Schwester auch dazu. Ich weiß es auch selber noch, wie das war. Ich sagte dann zu meiner Mutter, nimm sie, nimm sie. Also ich wollte, dass sie sie wegnimmt, die Kleine. Das waren, glaube ich, sollen, glaube ich, die ersten Worte gewesen sein, die ich überhaupt gesprochen habe. Als kleines Kind habe ich mich immer irgendwie so wie so in so einer Glaskuppel gefühlt, dass ich irgendwie was anderes war, wo die Menschen sich dann anders verhielten, als sie sich gegenüber anderen Kindern verhielten. Und als kleines Kind habe ich mich ja auch schon von Gegenständen angezogen gefühlt. Ich mochte auch nicht die normalen klassischen Spielsachen haben, wie jetzt Puppen und Stofftiere und dergleichen, sondern ich habe mir halt die Besen von unserer Putzfrau geschnappt, weil ich einfach die Stiele schön glatt und handlich fand. Dann habe ich unsere Putzfrau damit genervt, dass ich nicht wollte, dass sie die irgendwie hart gegen die Möbelkanten lehnt. Und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie befremdlich ist, dass das gestört hat. Gertruds Eltern versuchen einiges, um ihr Verhalten normaler zu machen. Ich wusste ja nicht, ja, ich muss anders sein. Also so in Worten gedacht, so wie heute, habe ich das ja damals nicht. Aber es ist mir nur aufgefallen. Ich wurde einfach von einer Volksschule in die andere gesteckt, alle paar Wochen wieder eine andere, weil meine Schulleistungen einfach schlecht waren und weil ich einfach zu oft den Unterricht einfach nur durch Fragen oder einfach den Unterricht unterbrochen oder gestört habe. Und dann wurde ich halt einfach wieder in eine andere Schule gesteckt. Oder dass meine Mutter, das war so furchtbar, weil ich ja so körperliche Nähe nicht mag, dass meine Mutter ständig an meiner Kleidung rumgezupft hat, weil irgendwas nicht richtig saß und immer mich so zurechtformen, so mich nie annehmen, wie ich war. Kleidung ist auch so ein heikles Thema für Gertrud. Sie leidet an körperlichen Überempfindlichkeiten, so nennt sie das. Sie fühlt sich schnell ausgekühlt und zieht oft an die 10 Kleidungsstücke übereinander an, egal wie das ausschaut. Warum Erwachsene das stört, hat Gertrud damals nicht verstanden. Ja, ich habe sie irgendwie wie so durch eine Wand, ja, durch ein Schaufenster irgendwie wahrgenommen. Da war kein emotioneller Bezug. Ich habe nur immer gehofft, dass sie mich in Ruhe lassen und dass sie mir meine Sachen nicht wegnehmen und dass sie mir nicht zu nahe kommen. Also ich habe sie halt beobachtet. Aber ich habe aus dem, was sie taten, wenig Schlüsse ziehen können. Dann hieß es, sie käme jetzt in die Psychiatrie. Ich fürchte, da wurde mir furchtbar wenig gesagt. Ich meine, ich war ja vorher ambulant auch ständig bei irgendwelchen Psychiatern oder Neurologen.
Ständig wurden an mir Untersuchungen ausgeführt und so, irgendwelche Tests gemacht. Und dann hieß es ja, jetzt wird man halt noch eingehen, vielleicht kann man dir da helfen und vielleicht lernst du da doch noch in der Schule, weil da gab es auch eine Schule in dieser Psychiatrie. Gertrud bekommt ein Zimmer für sich, karg und eng, aber dennoch nicht selbstverständlich. Gott sei Dank, wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, ich hätte wirklich durchgedreht. Also ich mag mir das gar nicht ausdenken, was dann passiert wäre, weil dann hätte sich die Schicksalsspirale hochgeschaukelt, weil dann hätte ich überreagiert, dann hätte ich vielleicht irgendwas Handgreifliches gemacht, was mich dann einfach nur tiefer in den Schlamassel reingeritten hätte. Ich habe ja gesehen, was mit den Kindern passiert ist, die überreagiert haben. Die wurden dann halt gefesselt oder mit Medikamenten ruhig gestellt. Da habe ich mich halt dann immer beherrscht, zusammengerissen, damit mir solche Dinge nicht angetan wurden. Also es war ein schierer Überlebenskampf. Ihr Zuhause wirklich vermisst hat sie trotzdem nicht. Wenig, weil da war es ja auch nicht sehr viel besser, da gab es die Hunde. Also es war nirgends, also war es letztlich wurscht. Aber trotzdem fand ich es furchtbar, weil ich fühlte mich so fremd, das waren ja alles fremde Leute. Und die Auswegslosigkeit, da ich dachte, ich versaure hier drin, ich werde mein Leben hier verbringen. Es gab ja keine Aussicht. Aus ursprünglich einem Monat werden zwei, dann drei, schließlich ein ganzes Jahr. Von ihrem Fenster aus sieht sie, wie der Münchner Fernsehturm gebaut wird. Demnach muss sie zwischen 10 und maximal 13 Jahren alt gewesen sein. Draußen wächst die Euphorie aufgrund der bevorstehenden Olympischen Spiele. Drinnen fühlt sie sich umso mehr eingesperrt. Wie im Gefängnis. Dass sie schließlich nach 2 Jahren aus der Psychiatrie raus darf, kommt für Gertrud überraschend. Ihr Vater muss beruflich ins Ausland und nimmt sie mit. Einen wirklichen Bezug zu ihm hatte sie aber nie. Mein Vater war einfach streng und hart und hat also jegliches Anderssein sofort unterbunden. Also dem war das furchtbar unangenehm. Damals zu der Zeit, wo wir da im Ausland waren, liebte ich es, immer ein Autonummernschild mit mir herumzutragen. Und das hat er also vor der Gesellschaft dann möglichst verstecken wollen. Aber seine Mitarbeiter, die haben das natürlich dann doch spitz gekriegt und die fanden das gar nicht schlimm. Und ich habe dann immer wieder auch von denen welche geschenkt bekommen. Im Ausland lebt sie fernab von den Gesellschaften, die ihre Eltern geben. Unter Normalaspekten würde man sagen, der Raum war menschenunwürdig, weil es war ein Kellerraum, der nur so schießschartenartige kleine Fenster, die auch noch vergittert waren, hatten. Aber der Raum hatte ein eigenes Waschbecken und eine eigene Toilette und war auch klimatisch soweit in Ordnung, weil es war ja ein heißes, tropisches Land. Ich wurde da nicht eingesperrt, aber ich hielt mich da sehr viel auf. Als besonders schlimm hat sie das zunächst nicht empfunden. Diese Gefühle, mich trifft was, das habe ich eigentlich erst so in den allerletzten Jahren entwickelt. Also früher hatte ich so diese Gefühle nicht. Ich habe nicht so empfunden, ja, mich als meine Person, mich trifft das jetzt, sondern ich habe mehr unter den äußeren Umständen entweder gelitten oder sie waren etwas erleichtert, weil ich mich entweder mehr in meine Welt zurückziehen konnte oder weniger, je nach Situation. Mehr auf der körperlich-physischen Ebene habe ich das mehr empfunden. Nicht so sehr über der emotionalen Ebene oder der Wertigkeit, was jemand wert ist oder so. Trotzdem wünscht sie sich damals auch manchmal wie andere Kinder zu sein, zerstört ihre geliebten Dinge in der Hoffnung, dass sie sie nicht mehr brauchen würde. Aber dann leidet sie nur noch mehr. Eine Zeitung und ein Gebiss. Die Geschichte vom Tod. Gertrud versteht Gefühle nicht abstrakt. Leiden beispielsweise definiert sie darüber, dass es ihr körperlich nicht gut geht. Sie nimmt wahr, wenn das Adrenalin steigt, das Herz rast, sie schwitzt oder friert. Andere würden von Angst reden, von Wut, von Stress. Gertrud spricht meist von den konkreten körperlichen Symptomen. Mit der Zeit hat sie natürlich gelernt, welche Gefühle ihnen im Sprachgebrauch zugeordnet werden, aber begreifbar sind für sie in erster Linie die körperlichen Auswirkungen. Damit sie die möglichst nicht hat, lebt sie nach einem geregelten Ablauf. Jeden Nachmittag geht sie 1 Stunde walken und... Ja, wir sehen uns einmal die Woche und da weiß ich schon immer, wie das Sortiment aussieht. Das sind Eier, das ist ein Joghurt, mal einer mehr, mal einer weniger und...
ab und zu ein Stück Käse, aber wir kennen uns ja sehr gut und dann klappt es reibungslos. Auf dem Markt kauft sie schon seit Jahrzehnten nach einem disziplinierten Wochenplan ein bei ihren Stammhändlern. Fangen wir mit Kartoffeln an? Ja, ja, für 8 Mahlzeiten, wie immer, ja. Ja, Karotten. Dürfen Sie mal wegnehmen. Da müssen wir jetzt wissen, wie viel ich vom Gewicht her immer nehme, weil die sind diesmal so klar. Wissen Sie das, wie viele da? Vom Gewicht her? Ja, genau. Im Schnitt haben wir so 700 Gramm und jetzt haben wir 660. Das ja, dann nehmen wir noch einen dazu, sicherheitshalber. Okay. Gertrud hat sich ausgerechnet, wie viele Nahrungsmittel sie braucht, damit es für eine Woche ausgewogener, aber nicht zu üppiger Mahlzeiten reicht. Weil sie davon ausgeht, dass Variation für ihre Gesundheit gut ist, steht ein Gemüse nicht von vornherein fest. Dann, ja, was nehmen wir jetzt dann heute mal wieder? Das habe ich letztes Mal jetzt Spitzkraut gehabt, das war sehr lecker. Eigentlich stresst sie genau sowas, aber für ihre Gesundheit zwingt sie sich dazu. Der Händler hilft. Brokkoli? Ja, der schaut da super aus. Okay. Das war eine gute Empfehlung jetzt. Wovon sie aber ungern abweicht, ist ihre Tagesstruktur. Mittags gibt es pünktlich Gemüseeintopf. Ich hoffe, das stört es nicht, wenn dieser Induktionskocher jetzt nebenher läuft. Seit gut 35 Jahren lebt sie allein. Ja, das war befreiend. Das war befreiend. Anstrengend war es natürlich auch, aber es war weniger anstrengend als dieser psychische Überlebenskampf beim Zusammenleben. Bitte sei doch so nett und mach doch. Also das hat mich so genervt. Als ihre Mutter krank war, hat Gertrud sie gepflegt. Dann kam der Tag, an dem die Mutter ins Krankenhaus musste und dort verstarb. Ja, hoffentlich komme ich dafür jetzt nicht ins Gefängnis. Ich empfand es so mehr so als fast so, wie wenn ich mir so eine Reality-Soap da im Fernsehen angucke. Was passiert jetzt? Aber es war kein Schmerz, kein Verlust. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Schlafen konnte ich dann doch nicht mehr. So aufgewühlt hat es mich dann schon, weil sie mir sagten, ich hätte sie dann noch sehen können. Und weil sie bis zum Schluss leidenschaftlich gerne Zeitung gelesen hat, obwohl sie die letzten 1,5 Jahre nicht mehr lesen konnte. Aber es war ihr immer noch wichtig, die Zeitung in der Hand zu halten. Ja, und dann dachte ich halt, ich kaufe ihr die Zeitung von dem Tag. Ja, es gehört auch so ein bisschen die Rührung, weil es halt einfach irgendwie rührend war. Wollte ich ihr die Zeitung halt in die Hände geben, so wie mir halt jemand anders halt einen Rosenkranz in die Hand gibt. Aber meine Mutter war ja nicht religiös, ich bin es ja auch nicht. Und ich wollte ihr noch die Zeitung in die Hände geben. Aber es kam nicht mehr dazu, weil die hatten mich falsch informiert. Sie war schon weg, also sie war schon in der Anatomie. Und dann bekam ich ihren Koffer ausgehändigt und bekam ihr Gebiss ausgehändigt. Auch dafür war Gertrud zu spät, um das Gebiss an seinen Platz zu bringen. Ja, und das verfolgt mich bis heute. Und da ich jetzt auch ein vollständiges Gebiss habe, also keine Zähne mehr habe, muss ich jetzt immer daran denken, dass ich meiner Mutter das Gebiss nicht, entschuldigen Sie, dass ich nicht dafür gesorgt habe, dass das Gebiss in die Anatomie kam. Das war ihr im Krankenhaus immer so unangenehm, dass sie, wenn sie da ohne Gebiss im Bett lag, weil sie sich halt geschämt hat, weil sie so nicht aussehen wollte. Das ist das, was mich verfolgt, aber sonst eigentlich nichts. Dass ich meine Mutter da schämen muss. Ihre Tränen kann sich Gertrud nicht erklären. Komisch, also das beschäftigt mich jetzt. Besen. Vom großen Reine machen und schönen Platz. Ja, Vogelkot lässt sich halt am besten entfernen, wenn er frisch ist. Jeden Tag sieht Gertrud in der Hausanlage nach dem Rechten. Ja, das lasse ich jetzt einfach einen Moment noch liegen, weil das hat wohl jemand kurzfristig hier nur abgelegt. Aber ich schaue halt alles an. Ich schaue halt insbesondere in Keller rein nach Laken, also Wasserlaken, wenn irgendwo ein Wasser austritt. Und ich rieche, ob es irgendwo nach Gas riecht. Beides ist Gott sei Dank im Moment nicht der Fall. Das macht mich ja wertvoll fürs Haus, dass ich sozusagen eine lebende Alarmanlage bin. Nachbarin Silvia findet das beruhigend.
Allerdings? Im Winter ist es dann ein bisschen problematisch, wenn dann der Schnee kommt und sie kommt dann schon auch mal um 7 Uhr früh und fängt dann zu schippen an, halt recht, aber das geht nicht anders. Das muss man einfach akzeptieren. Sie hat ein wahnsinniges Pflichtbewusstsein, dass sie ihre Aufgaben wirklich gut erfüllt. Das zieht die durch. So hat Gertrud in der Hausgemeinschaft ihren Platz. Das ist bunt. Man erfährt Dinge, die man sonst nie erfahren würde. Also ich finde es immer halt schade, wenn die Gesellschaft einfach immer so, ja, sind Behinderte. Ich habe zu ihr schon oft gesagt, für mich bist du eigentlich nicht behindert. Du hast so viele andere Fähigkeiten, die halt einfach nur versetzt sind zu uns. Wir haben halt diese Fähigkeiten, sie hat andere Fähigkeiten. Ja? Dann stehe ich halt unten und dann ratsche ich mit dir und rede mit dir. Und das ist einfach schön dann. Für sie und auch für mich, muss ich sagen. Auch wenn Silvia ihr erst noch die Konversationsregeln erklären musste. Du hast dich doch jetzt wirklich in den letzten Jahren schon so toll entwickelt. Du kannst die Zeichen, die Signale, die man dir gibt, kannst du richtig deuten, wenn man jetzt keine Zeit hat. Man sagt nur Hallo, okay. Und wenn man sagt Hallo, wie geht's, dann ist das für sie ein Zeichen. Man bleibt stehen, man hat Zeit und dann kann sie loslegen. Nachdem ich ihr das eben gesagt habe, sagt sie, das wäre für uns zwar eine positive Entwicklung, weil wir dann sie einfach stehen lassen können. Das ist jetzt irgendwie gemein gesagt, aber es ist so. Für sie ist das eine Belastung jetzt eigentlich, weil sie sich immer zurückhalten muss. Aber dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, Zettelnachrichten. Die werden beschrieben auf irgendeinem Reklameblatt oder auf irgendeinem Umschlag, der halt gerade rumliegt. Und dann werden Nachrichten eben drauf geschrieben. Die Briefe sind auch total nett und so gefühlvoll. Über die Jahre ist Gertrud ein paar Nachbarn so wichtig geworden, dass sie ihr zu ihrem 50. Geburtstag ein Frühstück ausgerichtet haben. Das Geburtstagsgeschenk Mini Twin Towers aus einem Souvenirladen in New York. Und da habe ich sie das erste Mal wirklich auch weinen sehen. Und das hat mich so berührt auch. Und am liebsten hätte ich sie in die Arme genommen. Aber das geht nicht. Das kann man nicht machen. Aber das war wirklich so. Also da saß sie da und hat geweint vor lauter Freude. Sowas erlebt man halt nicht jeden Tag. Und deswegen finde ich es halt einfach wirklich eine Bereicherung für mich, dass sie da ist. Und das habe ich ihr auch schon oft gesagt, dass es einfach schön ist, dass es sie gibt und dass sie schon was Besonderes ist. Für Gertrud seltene Momente. Oft geht es ihr mit ihren Geburtstagen nicht nur gut. Sie fragt sich, was im Alter kommen mag. Ob sie wieder anderen Menschen ausgeliefert sein wird, wie in ihrer Kindheit. Es war so horrormäßig. So ist es halt, dass jeder Geburtstag, den ich feiere, für mich eigentlich immer so ein Freudenereignis insofern ist, als dass ich mir sagen kann, jetzt habe ich wieder ein Jahr geschafft. Ich sehe halt das Leben, eigentlich das Ende als Ziel. Mein Schicksalsschlag ist, dass ich leben muss. Also muss ich das Schicksal annehmen und muss halt irgendwie schauen, dass ich durchs Leben komme und mich möglichst wenig störe und die anderen möglichst wenig störe. Und wenn man einfach so leidet unter der Unwirklichkeit der sogenannten normalen Welt, dann, ich sehe den Tod durchaus als Freund. Neben ihrem Bett steht er, der Freund. Ein fast schon lebenslanger Begleiter, das Modell eines menschlichen Skeletts. Als Kind hat Gertrud nicht gewusst, was es symbolisiert. Inzwischen mag sie es gerne, dass das Skelett auch für andere etwas bedeutet, etwas, das zu ihr passt. Aber die ursprüngliche Faszination war eine andere. Ich versuche das immer zu enträtseln. Ich denke mir, vielleicht ist es der Teil des Menschen, den ich noch imstande bin zu lieben, weil es halt eine feste, glatte Sache ist, weil es haptisch, also angenehm anzufassende Strukturen sind. Ob das nur stimmt, weiß ich nicht, aber ich stelle mir es halt so vor, es könnte vielleicht der Grund sein. Ich benutze es ja auch nicht wie eine Puppe, sondern es steht einfach da auf seinem Ständer und wenn es da nicht stehen würde, würde mir was fehlen. Also es gehört hier einfach in dieses Zimmer rein, es muss einfach da sein. Es gehört zu ihrem Reich der Dinge. Manchmal stellt sich Gertrud eine Welt vor, in der für dieses Reich Raum ist. Und zwar mehr als in ihren zwei Zimmern. Manchmal träume ich mich sogar in so eine Art Fantasiewelt weg und stelle mir vor, dass es ein Land gibt, in dem es diese Freakshows, die es früher vor 100 Jahren auf dem Oktoberfest gab, auch heute noch gibt, allerdings halt in moderner Form und viel humaner.
dass Menschen, die irgendwie ein besonderes Leben haben, dann in einer Schauwohnung leben, also eine Wohnung, die wie eine Puppenstube gebaut ist, wo also ein Raum neben dem anderen ist und vorne ist alles verglast. Da leben diese andersartigen Menschen eben, jeder hat da seine Wohnung und es ist quasi wie ein Zoo. Die fühlen sich dann da total geborgen und es wird ihnen ja alles gegeben bzw. gelassen, was sie brauchen, was für sie wichtig ist. Ich gehe da halt von mir aus, also wie ich mich fühlen würde, also wenn es dieses Wunderland gäbe. Ich würde mich sofort bereit erklären, da einzuziehen. Ich bekäme ja was dafür. Ich bekäme ja ein sorgloses Leben, einen Ort für mich und ich müsste mich keiner Norm mehr anpassen. Freiheit. Freiheit hinter Gittern, sage ich immer.